Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Heute spielen wir Pizza Connection 3. Heute werden wir Italien erobern. Wir werden hier ins wunderbare Rom in unserem freien Spiel hier gehen. Wir werden hier nicht im Kolosseum backen. Freies Spiel starten. Wir werden die besten Pizzen auf der Welt machen. Wir spielen auch nicht Gott. Wir bauen auch keine Häuser. Wir bauen Pizzen. Pfadfinder treffen, ja nee. Oh mein Gott. Statt bevögeln? Ja, nee, nicht wirklich. Also, das wollte ich jetzt eher weniger machen. Ah, da sind wir doch hier im wunderbaren Rom. Ja, gucken wir doch mal, was wir hier für eine schöne Pizzeria wir hier pachten möchten. Würde ich sagen, pachten wir den ganzen Laden doch. Was machen wir da? Komputani. Außer Betrieb. Ja. Wie mögen es denn die Touris? Sehen wir da irgendwas dazu? Die Touristen mögen es modern, da lecken die sich schon, ne? Wir haben 13.000, wir haben eine wunderbare Pizzeria und darauf freue ich mich am meisten. Wir stellen eine Pizza. Was mögen denn die Touristen so? Haben wir da irgendwelche Infos, wo die sich lecken? Hier lecken die. Okay, kann man das irgendwie wieder rückgängig machen? Hilfe! Nein! Ja gut, mögen die. Pizzanummern, ja, können wir so machen. Okay, das mögen die. Was ist das denn für eine Okay, jetzt brauchen wir ein Lager. Wo ist denn hier ein Lager? Ey, wo ist hier ein Lager? Oh, ich hätte das nehmen müssen. Das nehme ich als nächstes. So, und jetzt geht es darum, Angestellte einzustellen. Logischerweise. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Play. Geöffnet. Wie sieht's aus? Ja, kommen Sie gerne in meine Pizzeria. Hier gibt es die besten Pizzen der Welt. Ach, come on. Die laufen alle nur vorbei. Ja, Mann. Kommt doch in meine Pizzeria. Bitte. Die laufen alle nur vorbei. Wir haben Minus. Ich habe 48 Stunden Zeit. Ey, kann jemand in meine Pizzeria kommen? Was mache ich falsch? Okay. Krise. Unbrauchbare Zutaten entfernen. Warenhaus. Nein. Jetzt hör doch auf. Warum gehen die nicht in meine Pizzeria rein? So, ich brauche erstens wieder Zutaten, die jetzt da sind. Und zweitens brauche ich Kunden und nicht diese Ich habe 24/7 geöffnet. Alter, jetzt halt doch deine verfickte Fresse. Aber kann jetzt hier mal... Die laufen alle vorbei. Vor allem haben die ja Hunger. Hunger 100%. Hier sind Arbeiter. Ich muss einen Kredit aufnehmen. Kann ich irgendwo einen Kredit... Bitte. Bitte. Ich will ja irgendwo nur einen Kredit aufnehmen. Ich gebe nicht auf. Hier laufen Arbeiter lang. Dann ändere ich mein Konzept jetzt erstmal. Fortfahren. Den Architekten beauftragen. Arbeiter. Alter. Arbeitomatico. Zack. Und jetzt bitte. Geld, komm rein. Ansonsten warte, dann richte ich den anderen Laden jetzt hier auch noch schnell ein. Hier sind schon wieder diese scheiß Touris. Ich möchte einfach nur Kunden. Bitte. Bitte. Ich möchte einfach nur Kunden. Ich möchte einmal eine Pizza verkaufen wenigstens, bevor ich hier bankrott gehe. Da sitzt einer. Und jetzt... Es sitzt instant ein Arbeiter hier drin. Nein! Ja! Ich habe eine Pizza verkauft! Komm, jetzt muss es doch löppen. Jetzt muss es doch löppen. Das kann nicht sein, dass ich jetzt pleite gehe. Ja! Hier kommt ein Touri. Nee, ein Teenager. Jetzt koch! Hat nicht benötigte Zutaten im Lager. Alter, jetzt hat er die falschen geliefert. Was ein Vollidiot. So wird das doch nie was mit der Pizzeria. Er hat eine Pizza. Er hat eine Pizza. Oh mein Gott, Junge. Aber alle meine beiden Pizzerien sind leer. Wie sieht es eigentlich in den anderen aus? Okay, er ist auch leer. Er hat das Lager voll und ist auch leer. Da kommt jetzt einer rein. Okay, bei mir sitzt jetzt auch einer. Alter, Junge. Ich habe $300. Ich verstehe nicht, was dieses Symbol bedeutet. Speichern. Wir haben jetzt nun die Pizza namens... Oh, lol. Die kommen instant alle rein. Was zum Teufel? Und ich habe keine Zutaten. Nein. Ich muss jetzt punkten. Ich muss Eindruck liefern. Bitte, bitte versaut es mir jetzt nicht. Bitte. Ja, ich verkaufe. Ich verkaufe. Du hast die Lieblingszutaten Mozzarella für Touristen entdeckt. Alter. Hier waren Leute drin. Hier waren literally gerade richtig viele Leute drin. Und hier, hier ist niemand. Menükarte. Was? Okay, Scheiße geht richtig ab. Das ist nicht so Und ich habe keine Zutaten, Alter. Das versaut es mir gerade alles. Na komm, Pultani hat Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Was für Schwierigkeiten denn? Jetzt seht ihr das? Guckt euch das mal an.
wie viele Leute hier sind. Ich brauche schon mehr als doppelte Belegschaft eigentlich. Junge, wir sind so am... Aber das ist heute der beste Tag, also von daher... So, und jetzt schön kochen hier, ne? Schön bedienen. Jetzt halt die Fresse! Junge, so kann ich doch kein profitables Unternehmen aufbauen. Am Rande der Verzweiflung sind wir... Ey, jetzt halt die Fresse, Junge, du machst mich aggressiv heute. Ey, was machen die Servicekräfte? Kann ich diese Kirche irgendwie abreißen? Dieses... Das nervt. So, wie sieht das hier aus? Hier sieht's nicht so gut aus. Wie sieht's hier hinten aus? Hier sieht's... Oh mein... Okay, diese Pizzeria ist echt... Also, die läuft gut. Also, eine Pizzeria zu finden ist echt stressig. Wir brauchen jetzt eine höhere Qualität hier. Wir kaufen von der Müllhalde. Geht's jetzt weiter voran? Okay, hier ist immer so stoßzeitenmäßig. Vielleicht, wenn die vom Gottesdienst ja, zurück sind. Wir haben 13k. Sehr gut. Perfekt. Nice. 4 Tage. Dann sind wir kreditfrei. Ich sag's euch, Leute. Das ist mein Goal jetzt. In 4 Tagen kreditfrei. Das werden wir doch wohl schaffen. Ich liebe meinen Stuhl, by the way. Eine Gruppe aggressiver Fleischfresser möchte ein Exempel stationieren und bittet um deine Hilfe. Wir sehen deutlich, dass sie sich nicht scheuen, den Vegetariern ihren Spaß zu verderben. Lassen sie uns richtig zuschlagen. Wir kaufen eine Pizza, die nur Fleisch verwendet, an 50 Bürger. 15.000? Haben wir Pizzen, die nur Fleisch verwenden? Welche Zutaten brauche ich denn? Sag mir das mal. Kann ich das irgendwo sehen? Sieht man da sogar die Würstchen und so drauf? Okay, die mögen die Pizza nicht, das sehe ich. Wenn wir jetzt wegen dieser Mission gleich Minus machen... Dann mache ich die fertig. Weil die kommen hier nicht rein. Jetzt habe ich wieder Schulden wegen dieser Mission. Alter, hier kommt viel zu viel rein. Einige Angestellte haben sich krank gemeldet. Ey! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wer hat sich krank gemeldet denn jetzt? Ey, das wird mir zu viel hier. Wo sieht man, wer sich krank gemeldet hat? Um 8 Uhr kommen meistens die Arbeiter und die mochten diese Fleischpizza relativ gut laut den Bewertungen. Aber irgendwie funktioniert das meistens nur mit diesem scheiß Profikoch. Wie man sieht, die laufen alle vorbei, die kleinen... Okay, dann scheißen wir jetzt auf die Mission. Ganz ehrlich, das ist ja so eine dumme Kacke. Wir haben gleich jetzt wieder Minus. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Bam. Minus 10k, Junge. Yo, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ich habe das Spiel definitiv verstanden. Ich war keiner... Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wie oft ich im Minus war? Wir haben wieder Schulden. Aber es geht bergauf wieder. Es geht wieder bergauf. Bam. Kreditfrei. Komplett easy. Wir sind Millionär. Errungenschaft. Millionär. Ja klar. So, wir haben 13.000 und wir gehen auf das Ende des Tages zu. Und wir sind nicht im Minus. Geil! Die Wartezeiten sind kurz, die Wartezeiten sind schrecklich. Ja, leckt mich doch an der Eier. Was wollt ihr jetzt von mir, Junge? Hier ist ja direkt das nächste Restaurant, Junge. Wenn hier eine Konkurrentin kommt, den mache ich sowas von mit einem Ganoven fertig. Hier ist noch ein Restaurant. Alter. Hier ist ein Lagerhaus, das wusste ich nicht. Wir haben 25.000, Junge. Wie geil ist das denn? So, Dreifachbelegschaft habe ich jetzt hier. Jetzt müsste der Lachs hier ein bisschen besser laufen. Sag ich so, wie es ist. Zu den Stoßzeiten muss ich das auf jeden Fall noch optimieren. So ein Ding ist das auf jeden Fall. Wir haben 16.000 zum Ende des Tages. Das ist geisteskrank. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Hilfe! Hilfe! Erstelle eine Pizza mit 50%. 25.000. Vom Typ Grufti? Nope. Das Ding ist, das ist so profitabel, das Teil. Ich würde das erst umbauen, wenn wir 100k haben. Weil, dann habe ich ein bisschen, ne, weil das dauert eine Zeit lang, bis die ausgebaut haben. Und deswegen würde ich noch ein paar Tage warten, solange lasse ich das hier einfach mal laufen. So, La Colosella, alles im grünen Bereich. Also das wird der erste Laden sein, den ich erweitern werde, das ist auf jeden Fall klar. Wir haben 20.000, bevor wir überhaupt in der Stoßzeit sind. Die Stoßzeit beginnt meistens um 8 Uhr, obwohl er halt jetzt schon voll ist. Und das ist eigentlich schon Grund dafür, den... zu expandieren, damit der... Okay, die ganzen Mitarbeiter wurden jetzt wieder entwickelt. Also dafür, dass es am Anfang der Folge ganz schrecklich war, vom Geld her, ne? Sieht es jetzt ganz gut aus. Wir sind kreditfrei, wir haben 30k. Wir können ein Restaurant erweitern. Läuft der Lachs, würde ich sagen. Die Konkurrenz ist auch noch nicht in Sichtweite, das ist auch gut. Wir haben 40k um 0 Uhr. Ich glaube, wir müssen nur noch einen Tag warten und dann baue ich die Mühle hier aus, ganz ehrlich.
Aber der könnte auch schon ausgebaut werden, also. Aber beide gleichzeitig ausbauen wäre richtig dumm. Alter, jetzt sind die wieder unmotiviert. Wer ist unmotiviert? Den schlag ich in sein hässliches Maul. Architekt, fortfahren. Ausbauen. Dauer 4 Stunden nur. Ausbauen. Lol, wie das aussieht. Wie geil. Warte, schon 4 Stunden ist das Ding zum Abend schon wieder fertig? Yo, wahrscheinlich. Okay, La Colossella erfolgreich ausgebaut. So, ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Ich brauche jetzt sogar einen dritten Ofen hier. So ein krasser Rich Boy bin ich. Aha, geht schon wieder los hier. Jetzt haben wir eine Kapazität von 71. Geil. Okay, ich habe echt gedacht, dass der länger ausbaut. Aber jetzt können wir mal richtig schön investieren. Jetzt ist die Kapazität nicht mal ansatzweise mehr so schlimm. Also als nächstes würde ich auf jeden Fall das hier ausbauen. Wenn ihr noch einen zweiten Part wollt, wie ich ausbaue und so weiter, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne, aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Cheerio. Ciao. Haha.